Hier sieht man drei Teile von einer neunteiligen Fotoserie, die gemeinsam mit der Shoah-Überlebenden Helga Pollack-Kinski im Jahr 2016 erarbeitet habe. Wichtig für diese Serie sind die Titel. Also der Titel der neunteiligen Serie ist Zurück in Wien, Körperadaptierungen. Und der Titel von den drei Bildern hier ist beim ersten 2 Jahre lang, zweimal die Woche warten. In der Mitte von dem Bild der Titel ist Meine Lehrerin war keine Nazi. Und das dritte Bild heißt Heute habe ich keine Angst mehr. Das ist sehr bezeichnend, weil in der ganzen Serie geht es um eine Rückkehr. Und zwar um die Rückkehr von Helga Pollack-Kinski 1957 nach Wien. Wo man jetzt dazu sagen muss, ich kenne Helga Pollack-Kinski seit über 10 Jahren und ich hatte vorher schon einmal mit ihr zusammengearbeitet und dann, also im Kennenlernen und im uns Befreunden, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie das eigentlich war, wenn man aus der Stadt, aus der man 1938 von den Nazis vertrieben wird, wieder zurückkommt. Und für mich war das sehr wichtig, auch die Arbeit von Wally Export, Körperkonfigurationen. Die Wally Export von 1972 bis 1976 in Wien gemacht hat, also wo sie sich selber mit ihrem Körper in die Stadt einbaut. Das ist ein sehr feministischer Zugang. Aber ich finde, es ist sehr interessant, weil man sehr gut dieses Nachkriegs-Wien auch sehen kann. Also die Fotos sind natürlich auch noch in Schwarz-Weiß, also da wird es auch noch einmal sehr stark betont. Aber so diese Atmosphäre von der Stadt, die war für mich auch so wichtig im Hinblick, wo Helga da zurückgekommen ist. Ja, ich freue mich sehr, dass es jetzt gelungen ist, quasi, dass Helga Pollack-Kinski jetzt hier auch so in diesem großen Format gezeigt wird, weil sie wirklich die letzten Jahrzehnte als Zeitzeugin so viel dafür gearbeitet hat, um Aufklärung zu betreiben und irgendwie für diese bessere Zukunft irgendwie zu arbeiten. Also gerade sehr viel mit Jugendlichen und sie ist sehr viel dafür gereist. Und es freut mich jetzt einfach total, dass sie da jetzt so stark präsent ist im öffentlichen Raum, als die Frau, die sich selber aus diesem ganzen Trauma rausbefreit hat.